ist Daniel Meixner, ich bin Technical Evangelist bei Microsoft in Deutschland. Ja, mein Name ist Malte Dantin, ich habe die gleiche Rolle, bin normalerweise im studentischen Umfeld unterwegs, spreche daher viel mit Studenten, viel mit Professoren, bin an Hochschulen unterwegs, jetzt auch mehr im Startup-Umfeld und deswegen hier für Microsoft BizPark im Stadtplatz. Also BizPark ist ein Gründerförderungsprogramm von Microsoft. Mit BizPark unterstützen wir junge Unternehmen im IT-Umfeld mit Software. Das heißt, man bekommt die komplette Palette Microsoft-Software für umsonst. Das heißt, kein Haken dabei. Man trägt sich einmal ein, ist Mitglied bei BizPark und kann die Software nutzen, solange man sie nutzen möchte. Beispiel, ich entwickle jetzt das nächste Facebook, dann bin ich durchaus geeignet für dieses Förderungsprogramm, aber auch wenn ich für andere Software schreibe, die ich selber vermarkte. Also es geht um Startups, die eigene Software schreiben. Also keine Startups, die im Dienstleistungssektor unterwegs sind, sondern Startups, die eigene Software schreiben. Was macht ein Startup eigentlich zum Startup? Malte, weißt du das? Falls du es nicht weißt, ich weiß es. Ja, dann erzähl mal. Ihr seid ein Startup, wenn ihr eine junge Firma seid, nicht älter als 5 Jahre, wenn ihr in privater Hand seid, wenn ihr eigene Software schreibt und wenn ihr nicht mehr als 1 Million US-Dollar Umsatz im Jahr macht. Also das ist unsere Definition von Startup. Alles gut. Viele Leute da. Pizza ist in kürzester Zeit weggekommen. Bier ist nahezu schon weg. Also von daher alles gut. Erstmal sehr schöne Location. Direkt natürlich hier am Mediapark. Also von daher schon mal sehr angenehm. Angenehm hell in den Räumen, würde ich sagen, von daher auch relativ schön und erschreckend viel los. Also ich war schon in Coworking Spaces, wo dann letzten Endes trotzdem nicht sehr viel los war. Hier tummeln sich doch einige und das ist natürlich genau das, was wir wollen. Wir wollen mit den Leuten in Kontakt kommen, deswegen gehen wir auch dahin, wo was los ist und deswegen sind wir hier. Wir haben hier im Startplatz 5 Schreibtische und man kann sich hier quasi untermieten in unserem Bereich im Startplatz. Das heißt, wenn du dir da einen Schreibtisch reservieren willst für 2 Tage, für 3 Tage, um mit uns gemeinsam zu arbeiten, kannst du das über unsere Website machen. Ansonsten bei Fragen einfach vorbeikommen, ganz spontan. Und wir sind noch bis Mitte Juni hier. Das heißt, da steht noch genügend Zeit, mit uns in Kontakt zu kommen. Wenn man in die BizPark Gründerförderung möchte, einfach über die offizielle Website bizpark.com anmelden. Wenn ihr da Schwierigkeiten habt, kommt gerne auf uns zu. Thank you.